Moin zusammen, willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal eine VA für den Robert Craven und sogleich eine Neuvorstellung. Ich hatte mir echt schwer gemacht so ein bisschen, weil ich hatte viele gute Messer im Jahre 2019, die eine Menge Taschenzeit bekamen. Und ich hatte echt eine schwere Zeit. Ich hatte da vier Stück zur Auswahl. Da ist einmal mein heißgeliebtes Victorinox Germany Army Knife Nummer 2. Das Buck 110 in der LT-Version. Das Cold Steel Finwolf. Und das Manly Peak. Machen wir es aber kurz. Es ist für mich definitiv das Manly Peak und somit die Neuvorstellung. Ihr seht, das Manly Peak ist neben dem Comrade und dem Wasp, was Manly vor ein paar Jahren rausbrachte, ein richtig großer Klopper. Ich habe hier das Modell in der G10 Variante Military Green. Eine sehr schöne Variante, die ich finde, mit einer der besten. Musste auch, als ich es bestellt habe, damals gute 14 Tage auf das Schätzchen warten, weil scheinbar ist es mit eins der beliebtesten Varianten, weil schwarz hat jeder, Blaze Orange hat jeder. Es ist einfach schön. Kann man sagen, wenn ich mir die anderen angucke, ist es so fast schon das Jahr der grünen Farbe gewesen, das Jahr 2019. Aber machen wir weiter mal. Während das Comrade und das Wasp ein Slipshot-Folder mit mehreren Klingenstops ist, ist das Wasp ein reiner Backlog-Folder. Oder soll ich sagen Mittellock? Wenn es um Backlogs geht, da ist mir die mittlere Variante wirklich inzwischen mit die liebste. Sieht man auch wunderschön hier am Finwolf, hat sie auch. Obwohl beim Finwolf ist ja kein richtiger Backlog, das ist schon die erweiterte Fassung der Triac-Lock. Aber anderen Namen dazu. Kommen wir zum Peak. Geliefert wurde das Peak auch mit einem Clip. Ich selber bin kein Fan von Clips, ich mache die immer ab. Ich trage sie lieber in der Tasche, beziehungsweise in meiner Umhängetasche, ist mir lieber. Das G10 ist wirklich sehr schön gearbeitet. Soll wohl Varianten gegeben haben, wo die Verarbeitung nicht so hundertprozentig war, aber das kann ich hier definitiv ausschließen. Ja, fasst sich gut an. Machen wir es mal auf. Ihr hört, der Backlog rastet sauber ein, richtig schön laut. Die Klingenform ist anders als beim Comrade oder beim Wasp schon eine fast ja Jatagan-ähnliche Klinge, wie es bei den Franzosen der Fall ist. Deswegen ist das mit eins meiner Favoriten gewesen bei den Manlis. Der Stahl, ja. Zoom, verlass mich nicht. Der Stahl ist der 1.23.79. Das ist die Zahlenkennung für den D2 Stahl. Das heißt, kann Rost ansetzen, benötigt Pflege, wie beim Kohlenstoffstahl. Lässt sich aber auch dementsprechend gut ausschleifen. Schön. Absolut schön. Die Klingenform hat richtig schön, wie soll ich sagen, Sexy Peel. Finde ich gut. Was haben wir noch zu sagen? Die Taste für den Backlog hat ein bisschen Jimping. Was aber selber nicht ganz so wild ist. Also ich finde es als positiv. Hat zwar hier oben kein Jimping. Man kann trotzdem den Daumen gut hier oben drauflegen, wie beim Lajol, wenn man in den Vorgriff geht. Und für diesen Fall, für den Vorgriff, hat man da vorne
Jinping im Bereich des Zeigefingers. Insgesamt macht das Peak eine sehr, 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 sehr schöne Erscheinung. Hier haben wir das Manley-Logo drauf. Schön dezent, nicht so vollgemalt, wie ein anderer sagen würde. So, kommen wir mal zur Messung. Ja, wir haben eine. Ja, Moment. Jetzt haben wir es. Eine fast 10 cm lange Klinge. Schneide. Ist 9,5. Ziemlich heftig. Der Griff ist groß. Ich habe Handschuhgröße 9,5. Da passt doch locker noch 10 bis 10,5 drauf. Garantiert. Vergleichen wir doch mal die Größe. Neben einem Buck 110. Ihr seht, das sind richtige, ich sag mal, schon Bullen. Die Klinge ist minimal kleiner beim Buck als beim Manley. Ich habe mir im YouTube-Kanal auch ein Video aus Amerika angeschaut, wo ein User das Manley Peak mit dem Buck 110 verglich. Und so groß sind die Unterschiede gar nicht. Klar, das Buck hat definitiv den Cool-Status schlechthin weg. Aber in ein paar Jahren, wer weiß, das Manley hat schon ordentlich Potenzial. Mein lieber Mann. Klinge hat keinerlei Klingenspiel, weder vor noch zurück. Der Lock sitzt brachial fest. Ausgewiesen ist das Peak als Jagdmesser. Ist sehr scharf ausgeschliffen. Es kam Rasiermesser scharf hier an. Papiertest, Haare schneiden unterm Unterarm, alles kein Problem mit dem Ding. Die Spitze ist sehr, sehr spitz an der Klinge. Also, das ist ähnlich wie beim Buck auch von der Spitze her. Sehr penetrierfreudig. Kein Wunder, dass man das als Jagdmesser deklariert. Ja. Sollte mal die Klinge doch mal nicht mehr fest, sondern Spiel bekommen. Kann man das Ganze hier vorne mit dem Imbus nachziehen. Eine Sache, worüber Buck mal eigentlich mal nachdenken sollte. Statt diese Steckpins reinzumachen in der Achse. Auch wenn es klassisch ist, auch gut hält, aber sowas vermisse ich ein bisschen beim Buck. Ja. Das Manley Peak. Ein klassischer, traditioneller, schöner Fohler im modernen Design. Weil ich schon festgestellt habe, dass Jungs beim Manley, auch wenn sie aus Bulgarien kommen, den französischen Messern anscheinend zum Teil nacheifern, würde ich sagen, von Form und Funktion. Gefällt mir sehr gut. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschö.